Wenn man 1954 geboren ist, kann man ja sagen, dass man doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. In diesem Gebäude war früher die Biebesheimer Feuerwehr drin. Jetzt hat das Rote Kreuz dort sein Domizil. Das ist hier übrigens der Biebesheimer Marktplatz. Seit 1930 besteht dieser Marktplatz. Da Biebesheim ein bedeutender Zuchtviehort war, war es nur logisch, dass hier ein adäquater Platz geschaffen werden musste, um Ausstellungen abzuhalten. Aber ich selbst kann mich noch daran erinnern, dass auch hier die Biebesheimer Kerb abgehalten wurde oder dass auch mal ein großer Zirkus hier seine Zelte aufgebaut hatte. Also es war hier immer was los auf diesem Platz. Unten übrigens sieht man unser frisch renoviertes Heimatmuseum. Es müssen jetzt nur noch die Vitrinen und die Ausstellungsstücke eingeräumt werden. Also hier, denke ich, ist ein richtiges Kleinod gelungen. Ja, das ist mein schönes Biebesheim. Sicher, es gibt im Ried auch andere Orte, die auch eine Ausstrahlung haben, also schöne Orte sind. Aber hier, das ist halt Heimat und das hat halt Vorrang. Hier sieht man nochmals unser schönes Heimatmuseum. Jetzt habe ich mir erstmal einen Überblick verschafft und setze zur Landung an.
möchte ich nämlich mal einen ganz besonderen Ort erkunden. Ich habe auch schon den Norbert Hevermehl diesbezüglich angesprochen. Er konnte mir leider diesbezüglich keine Unterlagen geben. Auch andere Anwohner, wo ich jetzt hingehe, haben keine Bilder. Das ist auch was ganz Besonderes, und zwar ist das die Biebesheimer Viehwaage. Ja, sie ist also quasi nur noch ein Ausstellungsstück. Da in früheren Zeiten bei uns viele Schweine oder auch Kühe gezüchtet wurden, sind die Tiere, wenn sie zum Beispiel verkauft wurden, hier nochmal gewogen worden, damit man wusste, welchen Preis man mit diesen Tieren erzielen konnte. Hier war übrigens das Textilhaus Brandl drin, da soll jetzt demnächst die Post rein, und hier, da war früher die Werkstatt und Tankstelle Schaffner, dort kann man jetzt Reisen buchen. Im Heimat- und Geschichtsverein werden immer interessante Vorträge angeboten. Wer Zeit hat, kann ich nur empfehlen, dorthin zu gehen. Hoffentlich macht Corona da keinen Strich durch. Ja, heute habe ich mir mal die Sackgasse in Biebesheim vorgenommen. Das ist jetzt die Sackgasse. Diese Straße hat sich in den letzten Jahrzehnten auch deutlich verändert. Dort, wo jetzt die Autos stehen, war die Gaststätte Wittwein und auch das dazugehörige Kino. Ja, und dort, wo jetzt die blaue Bank steht, war der Eingang zum Biebesheimer Gässchen. Ich habe die umliegenden Anwohner genervt, ob es nicht alte Bilder vom Gässchen gibt. Man konnte mir spontan sagen, es liegen keine Bilder vor, aber man will trotzdem nochmals in alten Alben nachsehen. Das Sackgässchen war ein Fußpfad. Man konnte von der Sackgasse bis zur Beinstraße, Ecke Dammstraße, kommen. Angeblich haben sich zwei Geschäftsleute dafür stark gemacht, dass dieser Pfad erschlossen wurde. Den größten Teil des benötigten Grunds wurde von dem Landwirt Rotärmel aus der Beinstraße zur Verfügung gestellt. Ihm wurden dafür zwei Wiesen pachtfrei überlassen. Der Pfad wurde also um 1900 errichtet. Die Gemeinde hatte langfristig vor, die Sackgasse zu verlängern. Das sollte aber erst dann geschehen, wenn es der Gemeinde finanziell besser geht. Da die Gemeinde chronisch klamm war und für viele andere Dinge Geld brauchte, ist es nie zu der Straßenverlängerung gekommen. Für uns Kinder allerdings war die Sackgasse bzw. das Fädchen immer ein Abenteuerspielplatz. Besonders wenn es dunkel wurde, dort alleine durchzugehen, das war schon eine Herausforderung. Das Sackgässchen wurde von den Biebesheimern liebevoll Espätsche genannt. Wenn früher bei uns die alten Bauern zusammen saßen und ihre deutsche Jagd rauchen, also Stumpen, wurde ich immer rausgeschickt, denn da ist mit Sicherheit irgendeine sogenannte erotische Geschichte über Espätschen erzählt worden. Das Ganze möchte ich aber jetzt nicht näher ausführen, das würde den Rahmen des Filmes sprengen. Eine Besonderheit des Gässchen war es, mit dem Fahrrad durchzufahren. Es gab nämlich eine Stelle, da musste man wirklich geschickt sein, sonst ist man mit seinem Lenker hängen geblieben und ja, vielleicht sogar hingefallen. Wurde
das Gässchen geschlossen. Der Landwirt Rotärmel konnte sich mit der Gemeinde Biebesheim nicht mehr einigen und hat an die Grenze ein Haus gebaut. An diesem Haus direkt grenzt auch das Gebäude des SPVs. Hier ist nochmal ein kurzer Lageplan vom Gässchen und hier ist diese Engstelle. Also wenn man hier mit dem Fahrrad durchgefahren ist, da muss man wirklich den Lenker ganz starr halten, sonst ist man hingeflogen. Da übrigens war früher ein kleines Haus und eine Scheune hinten dran. Das ungefähr ist der Platz gewesen. Und hier kam das Gässchen heraus. Hier war sogar ein bisschen Gefälle. Man konnte im Winter, wenn das Ganze ein bisschen glatt war, auch mit dem Schlitten rausrollen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.